Siehst du mich? Ich sehe zwei Zombies. Hier, hinter, neben dir, hinter dir. Hey, was war? Du hast in alle Richtungen geguckt, bis auf meine. Hier einfach. Du Guck guckst ich in in jede. deine Richtung? Nein, du guckst in jede Richtung, außer in meine. Ich bettel sogar gerade. Hey, Assassins, herzlich willkommen zur nächsten Folge Mindset mit dem Q-Play TV. Ja, hey. Und zwar wird es jetzt hier mal auch ein bisschen spannender wird, beziehungsweise riskanter für uns, da wir es immer so spät au oh, ups. Aufnehmen. Oh, was ist denn das? Kennst du das? Könnten Sie nicht etwas für mich sprechen? Nein. Uch, was ist mir denn darunter gefallen? Ich glaube, das gehört dir. Ja, das kenne ich. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall haben wir halt jetzt, wenn ich mal Tab drücke, sehe ich schon, dass ein bisschen mehr Spieler drauf, weil wir jetzt auf 1 Dam, gejoint dam, sind und das heißt, es ist ein bisschen riskanter, dass wir jetzt irgendwo auf Banditen treffen. Es kommt da so gleich so ein Zehner-Team. Aber egal, wir hauen jetzt ganz schnell von Cold Castle ab. Ich mag noch mal was zu trinken abstauben. Weil wir keinen Bock haben, dass wir hier sterben. Wobei, ich ganz kurz noch gucke, ob hier Essen ist. Hier ist ein Kuchen. Nö, hier ist kein Essen. Ich habe den Kuchen aufgegessen. Also, lass schnell hier abhauen. Ich brauche noch Wasser. Okay, wo geht's hier Okay. raus? Ich schnell hier weg. Nee. Zombie. Ich rette dich. Hinter dir. Scheiße, wo geht's hier raus? Warte mal, lass mal hier hochgehen. Pass auf, jetzt Vielleicht verrecken. kommen wir da irgendwie raus. Jetzt verrecken wir hier drin einfach, wenn ich rauswinden. Warte mal, hier irgendwo. Also runterspringen ist keine gute Idee. Doch, das geht schon. Aber hier, glaube ich, sind wir irgendwie auch hochgekommen durch den Turm, oder? Ist das nicht irgendwie möglich oder so? Ne, also hier nicht. Not here. Aber hier könnte es sein. Könnte echt. Ja, ich glaube, hier war das. Ja, hier war das. Boah. Okay, dann gehen wir jetzt auf zu Fort Rockwood. Sag mal bitte die Qualis an. 3630 und minus 870, da brauchen wir echt keine Zeit auf reinhauen, weil wir das ganz schnell haben. 3630 haben wir jetzt schon. Das heißt, wir müssen nur die Z-Koordinate ausgleichen. So, hier lang. So lang, oder? Nein. Wo bist du? Gehst du hin? 3630? Ja, haben wir ja schon. Oh, 800, minus 800 ist ja in die Richtung. Ich gehe hier schon mal hin. Ja. Okay, gut, das sind jetzt ja, 300 Blöcke, da brauchen wir echt keine Zeit dafür, weil es richtig schnell da ist. Also, ich habe jetzt richtig Schiss, dass weiter wir in Norden gehen, dass wir auf irgendeinen Spieler treffen, weil wir sind jetzt schon, ja, eigentlich so, ja, ich sag mal, fast in der Mitte der Karte. Und es sind 34 Leute am Server. Ziehen wir mal so 20 ab, weil die sind 100 pro Süden. Das heißt, 14, die sich irgendwo im Norden rumtreiben. Ein Spieler wäre ja kein Problem, aber das sind dann meistens auch so Teams. Naja, wobei, muss bedenken, wenn jetzt so einer kommt, der so Granaten und volle Eisenrüstung hat, Ja, der dann ist dann ist auch der, ein Problem. ja, dann ist der schon ein Problem oder so ein enchanteten Bogen und sowas. Ja, wollte ich gerade sagen, wobei wir die gut mit Bögen, mit einem Bogen fernhalten könnten. Der macht ja auch mega Damage und ich glaube, wenn der weiter im Norden war, da hat er bestimmt auch nicht so viele, nicht mehr so viele Tränke wie wir. Ja. Also nicht Es kommt halt. zwangsweise aus, er ist einfach so der richtige Pro. Ja, es kommt genau in unserer Zeit, mit wem du halt auch zockst. Ob du jetzt mit dem Pro von Mindset zockst oder jetzt mit eher so normalen Spielern. Ich denke, der wird sich, wenn du durch Heiltränke heilen, weil wir können uns ja auch manchmal durch Bandagieren oder so heilen, ja genau, heilen.
Also ich bin da, ich sehe schon. Ich bin auch drin, ich bin ja da drin. Und da ist niemand. Sehr gut, ich guck mal. Er schaut jetzt ziemlich zerstört aus. Seit hier, ich vor kurzem Zombies gewütet. So. Flo, ich werf eine Bandage weg, okay? Okay. Die Soulbone werfe ich weg. Oder fehlt dir Leben? Nee. Ja, okay, sonst hättest du es benutzen können. So, und dafür ich mir noch Pfeile mit. Pfeile und eine Hälfte Steinschwert, was meinst du? Ich könnte das Steinschwert aufbessern. Ist eine Hälfte, also ist Hälfte, ne? Ja. Ja, dann besser auf. Komm her, ist hier. Oben. Muss, kannst du aufbessern. Hier gibt es übrigens eigentlich nicht so viel zu holen, sondern 4 Chests, deswegen gucken, gehen wir, also nehmen wir jetzt einmal mit und gehen auch gleich weiter. Jo. Und wie kommt man hier nochmal rein? Ich habe jetzt 3 fast volle Steinschwerter. Hier. So. Und Change the Spec kann ich noch ein bisschen aufbessern. Und die andere Chainsplitter habe ich weg. Ich habe eine Chainhose gefunden. Brauchst du die? Ich habe Eisen. Achso, ja, okay, dann mache ich meine. Meine ist jetzt fast ganz voll. So, ich müsste noch irgendwo eine Kiste sein. Wie viele Kisten hast du jetzt? Ich habe bis jetzt eine. Ja, dann müsste ich noch... Ja, bestimmt da drin, aber da braucht man einen Knopf für. Wo drin? Hier bei mir. Nein, da war ich schon drin. Achso. Vielleicht auf der Stadtmauer oder so. Ne, da kommen wir nicht rauf. Doch, hier ist eine. Chain Chestplate und zweimal Chain Hose. Ja, okay. Wir weg. Warte mal, ich guck mal vielleicht. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? So, rein. Nee, das brauchen wir nicht. Ich töte jetzt einfach so einen Zombie, ich gebe mir einen Headshot, ey. Mach das. Fast Headshot. Headshot. Bam. Okay, ja, ich würde sagen, lass uns gleich zur nächsten Stadt ziehen. Ich muss nur noch mal kurz auffüllen. Ich suche kurz, wo das nächste Fort, wo wir hinwollen, ist. Das ist Fort Vorfind. Das ist hier. Hier ist eine sehr genaue Ortsangabe. Ja, das sind sehr genau. So, wir müssen 3600 beibehalten und vielleicht zu minus 1250. Das heißt einfach weiter in den Norden rein. Wie minus? 1205. 1250. Okay. Das ist so. Das ist auch gleich da, das ist nicht weit weg. Aber was für eine, Z? Nee, nicht Z. Doch, oder? Z. Doch, Z. Aber was für eine Z-Koordinate können Pikmin spawnen? 2000. Okay, dann haben wir die noch. Dann haben wir noch, also, ja, also minus 2000 halt, logischerweise. Ja. Dann haben wir noch 800 Blöcke. Okay, das ist noch. Gut, da kommen die uns noch nicht in die Quere. Also, ich sag's euch, Leute, sobald Pikmin spawnen können, werden wir richtig vorsichtig sein, weil diese, die, oh, die sind einfach so schlimm. Ja. Das werdet ihr dann schon sehen, falls wir mal einem begegnen. Wie wir dann Panik schieben werden. Vor allem gegen diese ist einfach nicht sinnvoll zu kämpfen. Die muss man einfach nur meiden. Ja. Weil die bringen einfach, auch wenn sie tötet, das bringt einfach gar nichts. Ja, also es ist jetzt, muss man, das wird dann echt spannend, wie wir das da machen. Wie wir die am besten umgehen. Ja, Granaten sind ganz gut gegen die. Und einfach umgehen. Aber sobald wir in enge Gebilde kommen, das wird scheiße. Ja. Ja, okay, ich bin drin in Fortwind. Okay, oh, ich auch. Da ist gleich mal ein Zombie. Was eigentlich ganz gut sind, dass wir ziemlich östlich in der Map sind. Und ich glaube, da halten sich allgemein eher weniger Spieler auf.
Chain, Chestplate und Bogen. Ich Braucht kann Cookies. keine. Ich kann Cookies machen. Ist hier eine Dings Crafting Table? Weiß ich nicht. Wenn nicht, kann ich dir auch der in die nächste Brunnen Stadt ist leer. machen. Wieso ist der Brunnen leer? Das ist auch nicht so toll. Ich habe noch Steinaxt, die brauchen wir aber nicht. Doch, ich kann die aufbessern. Achso, dann liegt die hier unten. Wo, hier unten? Warte. Siehst du mich? Ich sehe zwei Zombies. Hier, neben dir, hinter dir. Hey, was für? Du hast in alle Richtungen geguckt, bis auf meine. Hier einfach. Du Guck guckst ich in deine Richtung? Nein, du guckst in jede Richtung, außer in meine. Ich bettel sogar gerade. Der hat mich. Heil mich mal bitte. Ach, bist du. Scheiße, scheiße, bist du infiziert? Ja. Scheiße, ey, scheiße, ey. I Nicht don't gut. feel so good, oh. Danke. Boah, ey, du darfst keine von. Das, oh, du darfst keiner von denen werden. Komm mit. Zum Glück haben wir Antibiotika. Hier. Ah, hier geht's hoch. Hier oben ist eine Kiste. Wie kommt man hier nochmal rauf? Ach genau. Ich bin schon oben. Chainham. Nicht da, wo du bist. Ich habe einen Chainham gefunden. Brauchst du den? Ja. Versuch den mal irgendwie runter zu bekommen. Ich habe mir gerade eine Kiste, die übel schwer zu bekommen ist. Ich sehe dich und ich glaube, ein paar Zombies sind aggro auf dich. Ich weiß, weil ich da sprinten muss, um da ranzukommen. Aber ich hoffe, dieses fährt die Kiste. Und ich hoffe, das geht so. So, so. So, okay. Jetzt hier hin. Jetzt hier sprinten. Ich bin so dumm. Ah, nimm die Sachen mit. Da liegen Sachen. Da liegen Sachen. Nimm sie bitte mit. Danke. Oh. Die habe ich da runtergeschmissen. So ist auf jeden Fall schnell. Hier haben wir nochmal einen. Bekomme ich meinen Zunge? Mein Zucker bitte wieder. Dein Oder Zucker? Ach, kannst du. Ja, da sollte eigentlich Zucker liegen, aber den kannst du behalten. Ach, da ist der. Ja, warte, ich guck mal. Ob ich ankomme. Okay, hab ihn. Warte, komm mal dahin. Brauchst du Steinschwert zum Aufbessern? Nein. Okay, dann kriegst du einen Zucker. Der Zucker hat übrigens den Effekt für Leute, die es nicht wissen, der macht für kurzen, für 30 Sekunden oder so übelst schnell zum Wegrennen oder so, ist der ganz gut. Ah, dann ist man wieder langsamer dafür. Also, nachdem die 30 Sekunden abgelaufen sind. Ja, wir haben jetzt übrigens normalerweise auch hier alle Kisten mit. Vollmond! Ja, wir haben mich hier auch als normalerweise alles mitgenommen. Das wäre blöd, zu Pilsois zu gehen, wäre nicht ganz cool zum Sehen, aber ist sinnlos. Wollen wir dann auch jetzt hingehen oder in der nächsten Folge? Ja, lass mal nach Pilsois gehen, trotzdem. Und dann beenden wir da die Folge. Ja. Genau. Und okay. Dann hätte ich auch schon eine Idee, was wir machen könnten, aber dazu brauchen wir einen Button. Egal, lass erstmal kurz nach Pelzos gehen. Wo ist das? Sag an. 3695 minus 200 Blöcke. Achtung. Er hat das noch nicht bemerkt. Ganz vorsichtig, komm hier lang. Er guckt schon rüber. Okay. Hier ist die Luft rein. Warte, ich verstecke mich hinter dem Baum. Wir müssen weiter, wir können nicht stehen bleiben. So, jetzt sollte ich so halb... Okay, er hat mich nicht mehr im Blickfeld, glaube ich. Hier, komm hier lang. Okay, ich glaube, er hat das nicht bemerkt. Okay, er folgt uns nicht. Sehr gut. So, jetzt kannst du nochmal Koordinaten sagen. Warte, ich ging gerade falsch. Hier lang. Wie war das? 3000? Einfach in die Richtung, die ganze Zeit geradeaus. Okay. Das sind 200 Blöcke. Ich folg dir einfach mal. Das ist nämlich so eine, wie weißt du, Pilsois. Sagt schon was mit Pilzen zu tun, das ist so eine Pilzinsel. Wirklich? Ja, das ist ein Pilzbiom, wirklich. Und das ist ein riesengroßer Pilz und darin ist eine kleine Brücke, wo du Kisten holen kannst. Cool. Aber vorsichtig, da kannst du durch Löcher fallen, die tödlich sind. Oh.
Ah, ja, da ist es schon. Oh ja, das ist wirklich schön. Ich sag ja ganz schön zum Sehen, aber es sind Essenskisten und zwei Military Chests und ich hoffe, dass wir in diesen Military Chests irgendwie einen Button finden. Das wäre ganz cool. Wir brauchen einen Knopf. So, die Welt ist wirklich geil gebaut. Ja, das muss man echt sagen. Also, die Welt ist mega geil gebaut. So. Also, hier wird hoffentlich kein Spieler sein, aber wer geht hier auch hin? Nee, hier ist es unwahrscheinlich, dass du einen Spieler triffst. Also, in der Brücke sind Löcher. Ja, vorsichtig, wir beenden, glaube ich, vor der Brücke mal die Folge. Noch vor der Brücke? Okay, dann lass hier zu dem Anfang gehen. Ja, das war die nächste Folge, also die siebte Folge, mein Set. Und wir sind noch nicht tot. Das ist toll. Wir hoffen natürlich, dass wir bis zum Ende zum Norden kommen. Ich habe auch schon eine Idee, wo wir hingehen werden. Das sage ich dir jetzt gleich nach der Auf also wenn wir fertig sind. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.